Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute schauen wir uns die neue Szenerie an und auch die Drachentrophäe, die habt ihr ja schon gesehen bei mir, aber das ist jetzt auf jeden Fall nochmal der Moment, sich mal die Szenerie ganz genau anzugucken. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und euch das kaufen wollt, das ist nämlich beides im Shop verfügbar, dann gebt doch gerne den Creator-Code MBF ein. Es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, wenn ihr das macht. Es kostet euch nichts, klickt einfach auf den Link unter dem Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gerne Creator-Code MBF eintragen. Und jetzt gucken wir mal drauf. Szenerie ändern. So, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wir gehen ganz rüber. Mittelalter-Szenerie. Und ich habe gehört, die Mittelalter-Szenerie soll sehr viele Details haben. Die soll ultra viele Details haben und da bin ich mal gespannt. Wir gucken aber zunächst einmal noch ganz schnell, ich habe es ja schon mal gezeigt, auf die Drachentrophäe. Sehr cool, ne? Die ist auch im Shop verfügbar. Es gibt auch einen Bundle für die Szenerie und für die Drachentrophäe zusammen. Oh, mit Elektrizität und mit den hellblau leuchtenden Augen. Und jetzt entfernen wir mal alles. Zack, zack, zack. Fotomodus. Ah, richtig gut. Die sieht richtig genial aus. Das könnte eine meiner liebsten Szenerien sein bisher, weil die sich auch echt sehr cool hier einfügt in das Ganze. Ja, da natürlich die Burg mit den Mauern. Die Bananen, ich habe sie relativ früh entdeckt diesmal. Ich möchte jetzt auch nicht alles durchgehen. Allerdings, ah hier, lol. Da ist ein Drache oder sowas. Das ist doch ein Drache, der da rausguckt. Die Augen, die leuchten sogar, die blitzen auf sozusagen. Ah, da fliegt da noch ein Drache drüber. Da ist ein Schießstand. Es ist so cool. Ey, da ist ein Feuer, da ist ein Kessel. Da ist doch, wie nennt sich das denn nochmal? Wie nennt sich das denn nochmal? Ich weiß, auf jeden Fall sind da wahrscheinlich Aliens unterwegs. Das will uns wahrscheinlich der Macher der Szenerie damit sagen. Da führt eine kleine Treppe runter. An der Steilküste, da ist das Schiff. Oh. Ja, so eine Art Leuchtturm, würde ich mal sagen. Das ist so cool. Hier ist auch einfach so viel, was es zu entdecken gibt. Und das ist echt unfassbar. Stonehenge ist auch da. Und hier. Das Barbarenlabyrinth, so will ich das jetzt mal nennen. Hat jemand einen Barbaren ins Feld geschustert. Sehr geil. Es gibt noch so viel zu entdecken hier. Wenn ihr noch lustige Sachen entdeckt habt hier in dieser Szenerie, dann schreibt es mir gerne mal. LOL! Das Puppentheater! Das Puppentheater ist auch da. Selbst das haben sie animiert. Selbst das haben sie animiert. Ich hab da noch eben was gesehen. Zeig dich. Na, vielleicht will er nicht. Vielleicht guckt er gleich nochmal raus. Das allein schon das Tor, dass das auf und zu geht. Sehr cool. Wirklich sehr cool, muss ich sagen. Das ist bisher, würde ich fast schon sagen, meine liebste Szenerie. Und vor allem, was man ihn ja auch zugutehalten muss, dass da immer noch wieder was Neues beikommt. Vor allem jetzt auch, was die Qualität angeht. Also es wird ja immer besser. Und es wird immer detailgetreuer. Es wird immer animierter, also gibt immer mehr zu entdecken. Das ist super cool. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist, sagen ja wieder einige, ja, das ist aber so teuer und pipapo, aber ihr müsst aber mal sehen, wie viel Arbeit in so einem Ding, in so einer Szenerie drinsteckt. Der gehört übrigens nicht dazu. Den müsst ihr mal wegmachen. Wie viel Arbeit hier drinsteckt in der Szenerie. Da! Oh mein Gott! Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Was wir auf jeden Fall jetzt gleich noch eben gucken müssen, wie die Sachen hier eingearbeitet sind, also die Schmiede, dann das Luftschiff und das Schiff für die Bauarbeiterbasis. Das will ich auf jeden Fall gleich noch sehen. Ah, schon gut gemacht. Muss man wirklich sagen. Ich bin immer noch überrascht. Ich werde das mal gleich in aller Ruhe nochmal durchgucken. Boah, ist das gut gemacht. Da! Der Kampfbohrer, der nicht zusammengeschraubt ist. Aber okay, ich habe ja gesagt, wir gucken uns das jetzt mal an. So. Ja, ist in. Oh ja, das ist mit dem. Oh ja, oh ja, oh ja. Stimmt, das hatte ich schon mal. Irgendwann hat er schon mal, glaube ich, gezeigt. Mit dem Babydrache vorne drauf.
Sehr cool. Sehr cool auf jeden Fall. So sieht das aus, wenn ihr ein Max Stratos 15 Dorf habt. Und dann ist das hier quasi ja, direkt vor den Toren der Burg. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Vergiss nicht, den Creator Code MBF einzugeben. Und wenn du mich direkt unterstützen möchtest, kannst du auf den Link klicken unter dem Video. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Episode. Mach's gut. Bis denne. Tschüss.